Hier, Domanon, der Großvater von Albert. Was? Ich komme sofort? Ihr Enkel hat eine Wasserbombe auf mich geworfen. Deshalb wir her 3 Tage vom Unterricht aufgeschlossen. Ich habe es schon erklärt. Es war ein Versehen. Ruhe! Herr Manuel, unterschreiben Sie hier bitte. Aber lassen Sie den Jungen doch aufhören, ja? Ach, Albert, mach dir keine Sorgen. Ich werde dir von meiner Reise erzählen. Ruhe! Wir hatten eine nicht so nette Lehrerin. Hier sind meine Lieblingsjungen. Gib mir deine Hausaufgaben. In Ordnung. Das hast du bei Germanen abgeschrieben. Das ist nicht wahr. Halt den Mund, Frauenkind. Ich war sehr wütend und dachte schon an meine Rache. Ich müsste etwas machen, Steine auf sie werfen, die Zähne ihrer Großmutter klauen. Nach einer Weile wusste ich schon. Danach hat Martha meinen Vater angerufen. Warte, wer ist Martha? Sie war meine Lehrerin. Ach so. Wo waren wir? Ach ja, das Wichtige ist, dass man Ungerechtigkeit rächt. Aber Opa, es war wirklich ein Versehen. Dann wirf doch eine Wasserbombe auf sie. Sie hat dich so unrecht bestraft und hat es deswegen verdient. Was sagt man? Entschuldigen Sie, Frau Direktorin. Denn jetzt habe ich Sie wirklich mit Absicht nass gemacht. Wohin können wir also fliehen? Wir können an den Strand gehen. Ich habe dort Freunde. Sehr gut, wir brauchen... Agustin, wer ist sie? Und was macht sie hier? Mütti, sie ist Soledad, meine Freundin. Wir müssen allein sprechen. Mütti, ich liebe Soledad und ich werde mit ihr leben. Ich will nicht, dass du mich für dieses Mädchen verlässt. Aber es ist mein Glück. Du hast nicht das Recht, sie mir wegzunehmen. Bin ich dir vielleicht gar nicht so wichtig? Hast du vergessen, dass ich mich die ganzen Jahre um dich gekümmert habe? Wie kannst du so sein? Du sorgst dich immer nur um dich. Dir ist egal, ob ich glücklich bin. Wohin kann ich jetzt gehen? Was machst du hier? Ich habe ein Problem mit meiner Mutter gehabt. Mich haben die vielen Streitereien angestrengt, weshalb ich das Haus verlassen habe. Oh Gott, das ist schrecklich. Lassen wir uns zu mir gehen. Meine Mutter will nicht, dass ich mit dir zusammen bin. Sie sagt, dass ich deshalb nicht mehr für sie da bin. Du weißt, dass es nicht so ist, wie sie sagt. Du musst mit ihr sprechen. Wer ist er? Geh weg, ich will dich nicht sehen. Aber Mütti, wir müssen bitte sprechen. Mach es nicht schwieriger, bitte.
Er ist mein Freund, also brauche ich dich nicht mehr. Aber Mitty, das kann nicht mehr zu sein. Das stimmt. Es ist genug. Misch dich nicht ein. Das ist zwischen meinem Sohn und mir. Wissen Sie, ich liebe Ihren Sohn. Mitty, verstehe, dass wir uns lieben. Das heißt nicht, dass ich dich verlassen werde. Ich möchte nur eine Familie mit ihr gründen. Dass ich gestern geschrien habe. Sohn, du hast recht. Ich kann nicht vor dich entscheiden. Ich hatte große Angst, dass du mich verlässt. Aber was ist das? Warum hast du Bustickets gekauft? Oh, Mitty, ich bin so glücklich, dass du mich verstehst. Dass du tanzt. Ich will, dass du vor die Schule lernst. Such dir was anderes. Du sollst kein Tanzer werden. Ich will, dass du später zur Uni gehst. Stella, ich will, dass er bestraft wird. Die Musik ist zu laut und ich bin davon aufgewacht. Das Tanzen ist schlecht für ihn. Strafen? Er hat doch nichts Schlimmes getan und Tanzen bedeutet ihm so viel. Warum will er nicht, dass ich tanze? Du musst ihn verstehen, das ist sein Stolz. Wenn du tanzen willst, dann tanze und lass dich nicht davon abhalten. Guten Morgen, spreche ich mit der Lehrerin von Pida? Ich bin der Vater von Pida. Ich möchte mit Ihnen über die Noten von meinem Sohn sprechen. Mir fließt das Geld durch die Pulsadern. Ich gebe dir dafür die Schuld, Vater, dass bei uns damals die Bullen da waren. So wie ich ist diese halbe Scheißnation. Wir sind den heißen Tropfen auf dem kalten Stein gewohnt. Lass doch mal die Lügen sein. Wir knacken dafür keine Schlösser und das SEK tritt dafür keine Türen ein. Sag mir endlich, wann kommt Ali aus dem Knast? Ich hoffe nur, ich geb dir mit dem Lied nach dem Kilo. Guten Morgen. Guten Morgen. Nehmen Sie bitte Platz. Was ist mit Pida? Ich muss Ihnen leider sagen, dass seine Noten immer schlechter werden. Was? Ich habe nur eine schlechte Note gesehen, aber ich dachte nicht, dass es so schlimm ist. Ich rate Ihnen unbedingt, mit ihm zu sprechen. Ja, das werde ich sofort.
Peter, du tanzt sehr gut. Es tut mir leid. Ich habe beschlossen, dass du tanzen darfst, aber nur, wenn du auch lernst. Danke, Papa. Ich verspreche dir, dass ich viel lernen werde.